Servus Leute und willkommen zurück bei Let's Play Watch Dogs. Ich habe ja gesagt, ich mache einen ganz kurzen Schnitt. Ich gehe mal auf seine Kamera. Aha. Oho. Okay, das ist krass. Ich hoffe, ich stehe da jetzt auch genau an der Wand. Schwachstelle kann zum Heben oder Senken hacken. Ich habe eigentlich eher gedacht, ich muss das da hacken, aber. Na gut. Ja, bewegst du dich auch halt nochmal? Oh. Na komm. Gehen wir mal auf die Kamera. Nein. Systemschlüssel. Ah, verdammt. Nein. Kann immer stehen bleiben und nicht hier in der Gegend rumrennen. Ach du Scheiße. Okay, jetzt habe ich gerade einen Fehler gemacht. Ja, wir haben 30 Sekunden, um das Ding zu hacken. Ist auf jeden Fall möglich. Muss jetzt nur noch mal zu dem Typ irgendwie rüberkommen. So. Aber ich sollte erstmal schauen, wie ich da weitermache und nicht direkt das mit den 30 Sekunden. So. Das muss quasi frei werden. So, erstmal hier. Ich weiß gar nicht, ob man das braucht. So. Finden Sie den Stadionüberlebenden Raul Leonzo. Also bist du Plan B. Und was sollen wir für euch tun? Was immer es braucht, damit der Kerl redet. Alles klar? Okay, soll in Nervenheilanstalt geliefert werden. Ehemaliger Nachtclub-Türsteher. Bennett Corey, Brieffreund, Mitglied eines Schmugglerrings. Wurde kürzlich wiedergeboren. Okay. Einer aus dem Highschool-Ringen. Ja, Champion. So. Hallo. Ah, wen haben wir denn da? Und wie kriege ich dich jetzt vom Dach? Tja, das ist eine gute Frage. Wer seid ihr? Wo ist mein Anwalt? Wo gehen wir hin? Antwortet mir! Oh Mann, halt mal das Maul! Wo ist mein Anwalt? Wir bringen dich zu deinem Anwalt. Nicht! Nachdem wir mit dir fertig sind. Ich gehe nicht mit zum Korrupten. Halt dein scheiß Maul! Wow. Verdammt. Ja, das ist die USA. Also, das ist ein Problem. Die Wachen haben den Kerl geholt. Fuck, Keller, die sind im Keller.
Also von hier kann ich hacken. Okay. Ja, wenn der Typ da hinten mal wegguckt. Und der Typ hier hat einen IQ von 150. Okay. Wenn ich wüsste, wie alt er wäre. So. Anscheinend wird irgendeine echt krumme Sache von diesem Laden ausgeleitet. Sieh dich an, bringst Ordnung zurück ins Gefängnissystem. Die Tür steht offen. Und die Etage ist leer. Es wurde kein stiller Alarm ausgelöst. Pass auf. Okay. Ja, nochmal zu den 150 IQ. Was wollten die zwei kleinen Fische denn da im Stadion? Ohne uns ein Ding drehen? Oh oh. Denkt ihr, wir hätten keine Freunde da oben? Die wollen auch ihren Anteil. Nein, ich sag's doch. Es war kein Ding. Wir wurden gerufen, Mann. Wir wurden reingelegt. Lüg mich nicht an. Wir haben dich doch gewarnt. Glaubst du, wir machen dich nicht kalt? Ich kann das nicht mehr. Ich sag euch, was ich weiß. Ich schwöre. Bitte, Mann, ich schwöre. Und dein Kumpel? Was ist passiert? Wo ist der jetzt? Maurice? Ich weiß es doch nicht. Die haben ihn. Vielleicht ist er tot. Wer sind die? Ich weiß es nicht. Nochmal. Gib mir einen Namen. Ich weiß es nicht. Aber du hast gut hingesehen, oder? Natürlich. Okay. Ach so, eindringen. Das war das. Ah, da liegt eine Waffe. Ob das so klug ist, uns die jetzt zu krallen. Puh, klar, komm, wir nehmen die einfach mal. Wo hat er die jetzt bitte hingesteckt? Das will ich nochmal sehen. Zack, einfach so. Ins Hosenbein wahrscheinlich. Was haben wir denn hier? Focus Boost. Okay, nice. Weiß jetzt gar nicht, was wir machen müssen. Wow, wow, wow. Okay. Jetzt weiß ich's. Er feuert nicht mehr. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Noch kannst du dich. Aus der Schuss! Du hast keine Chance mehr. Seht euch! Auf mich wird gerade geschossen. Danny! Ich wird geschossen, gut erkannt. Los, gib endlich auf, Mann! Boom. Wir haben dich von der Verstärkung! Jetzt schneidet ihm den Weg ab! So war das nicht gedacht! Geh wieder in Deckung! Geh wieder in Deckung! Boom, Headshot! Beamter verletzt! Ha. Alle? Jetzt wechseln wir schnell die Deckung. Hey, nette Waffe, nette Waffe. Geh hier rüber. Na, wie gefällt dir das? Shit. Den müssen wir mal bringen, dazu bringen, hier vorbeizulaufen. Hey, Kerle, komm mal her.
du Scheiße. Ja, man merkt direkt, dass wir nicht mehr kugelsicher sind. Wie sollen wir das jetzt machen? Schwachstelle. Okay. Bringt glaube ich nicht so viel. Ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Es gibt auch nicht wirklich eine Möglichkeit, so einen scheiß Juggernaut platt zu machen, also. Vielleicht von hinten anschleichen können. Die können doch nicht alle tot sein. Was ist da eigentlich für eine Antenne da hinten dran? Bringt uns alles nichts. Was ist denn das da oben eigentlich? Aber wir gucken mal. Vielleicht nach da oben kommen. Was ist denn das? Munition ist aufgefüllt. Na komm. Ihr habt wirklich Probleme. Perfekter Mist! In Unterwelt schießt einer! Officer am Boden! Noch ein Officer am Boden, meinst du wohl? Okay, schnell raus hier. Eigentlich ganz einfach. Diese Hightech-Sicherheitsgefängnisse, die machen es einem echt leicht. Kennen wir uns? Was? Kennen wir uns? Nein. Ich hab dich nie gesehen, Mann. Na, ja, das dachte ich mir. Also du sitzt hier 60 Tage. Bei guter Führung bist du in 30 draußen. Kannst du das lesen? 60 Jahre?
Was tust du denn, Mann? Ich zeig dir eine alternative Zukunft. Falls du deine Geschichte unbedingt den Bullen erzählen willst oder einen Deal mit ihnen machst. Wir verstehen uns. Ich brauche eine Einheit in der Wäscherei. Wir haben den Kontakt verloren. Okay, nimm dran. Okay, verlassen Sie das Gefängnis. Fantastisch. Jetzt willst du schnell wieder da raus. Ich hab dir schon ein kleines Päckchen geschickt. Wohin? Oh, ich wirst sehen. Okay. Dann würde ich sagen, wir verlassen das Gefängnis erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.